So, weiter geht's mit dieser wunderschönen Aufnahme. Stream-Geschichten-Ding. Jetzt das Spiel abschließt, dann weine ich ein bisschen. So, Alarmstufe. Oh. Warte mal. Ah, jetzt. Kopfhörer hat ja so einen Wackelkontakt. Alter. Oh Mann. Kabelfahrt. Ich hab überhaupt nicht gesehen. Und da ist schon ein Heli. Wackelkontakt, verpiss dich. Geh nach Hause. So, es sind jetzt quasi die gleichen Einheiten wie da, nur nochmal undercover-mäßig, so schwarz. Jetzt wird's spaßig. Oh. Wie war das noch mit, nicht erwischen lassen? Ich würde es tatsächlich nicht, also keine Ahnung. Ich würde es nicht wundern, wenn ich es verkacke. Ich glaube, ich würde jetzt auch nicht allzu sehr ausrasten, weil ich schon irgendwie ein bisschen damit rechne. Okay, da war schon ein Nagelband. Zack. Ja, wenn man nämlich einmal einen Nagelband fährt, dann ist es vorbei. Dann ist es einfach vorbei. Muss man jetzt extrem aufpassen. So, ich weiß, bei irgendeinem Need for Speed, ich weiß nicht welchem das war, was ich mal gespielt habe, da konntest du den Nagelband fahren, dann bist du einfach weitergefahren. So. Ich weiß noch nicht mal, ob es Need for Speed war, bei irgendeinem Spiel, wo mir auch dachte so, alles klar. Da konnte ich noch easy entkommen. War das bei Need for Speed World? Weiß ich gar nicht mehr. Das hatte ich ja mal ein bisschen gespielt. What? Das war's. Ja. Doch nicht. Okay, da ist nochmal. Oh Mist, das ist kein Nagelband. Ah. Oh, Alter, das ist aber spannend, ey. Nein. Leute. Okay, warte mal, da vorne ist eine. Bitte ein Nagelband. Bitte so, dass es auch. Oh, wie fies das war. Habt ihr das gesehen? Komisch links unten das war. Oh. Dieser einmal den Nagelband ist vorbei. Dann kannst du nicht mehr entkommen. Dann fährst du nochmal so mit 30 km/h vielleicht. Schraubst da rum, kannst du die Rädchen lenken und dann entkommen ist quasi ein Ding der Möglichkeit. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Bitte nicht auf der Seite das Nagelband oder so. Oh, das ist so ekelhaft. Wie ist denn jetzt die Highway? Highway Star. Lied von Deep Purple. Ich muss von der Autobahn runter. Oh. Flucht durch Geschwindigkeit. Hab's mal wieder geschafft. Alle Einheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Ah, Mist. Oh, war da ein Nagelband? Nee, don't. Oh, Alter. Na, halt deine Mutter. Egal, wartet. Oh. Hä? Lüge. What the fuck, wieso? Cool. Okay. Yo. Ah. Probleme sind mittlerweile. Oh. Mann. Also wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo ich auf jeden Fall in so ein Fluchtding fahren muss. Weil sonst dauert das zu lange und es ist einfach zu gefährlich. Naja, hier war die Stelle des Spiels. Ich erinnere mich. Bleib bitte stehen, Kollege. Bleib stehen. Vielleicht. Eigentlich darf der mich hier nicht sehen. Ach, hier ist ein Versteck. Einsatzleitung, er bittet umgehend die Sperrung des Sektors. Der Verdächtige muss sich irgendwo versteckt haben. Einheiten bleiben bis auf weiteres auf Kurz 6. Uiuiui. Pain Spray. Ja, wäre schön. Hey, das ist ein verdammt großes Gebiet. Charlie 15 fordert Luftunterstützung an. Geil. Cool. Weil wir allein wie viel. Allein 300.000 bekomme ich dadurch. Alter. Leck mich am Arsch. So, eine müsste sie. Nee, ich habe noch nicht alle Rennen, ne? Puh. Spannende Sache. Alter, 1.480.000 haben wir schon. 300.000 mehr als wir brauchen. Dabei haben wir noch nicht mal alles.
Hier, die Dinger kriegen wir auch nochmal ordentlich für. Kann ich gleich mal einen von machen, oder? Ach, warum kommt die geile Musik immer im Menü, weil die dann so schnell wieder verschwindet? Das ist doch doof. Macht mich traurig. Sowas trimmt. Sowas stimmt mich traurig, Leute. Immer der gescheite Spot hier zum. Here we go, yo! Here we go, yo! Alter! Läuft gut. Piep, piep! Komm, bleib bestimmt. Ah, was ich kann, ah. Da komme ich im Bullen, weil ich so schnell fahre. Dann spiele ja keine 5 Minuten fahren, ohne dass du gleich Polizeialarm bekommst. Ah. Armes Ding. Geil! Alter, wie viel Kopfgeld wir haben, weil das reicht ja fast schon für die nächste Blacklist. Das könnte halt wirklich reichen. Aber vielleicht ein bisschen mehr. Ich denke mal 700, 800.000 wird sie haben. Na gut. Rennen. In der Theorie nur noch ein Rennen, dann könnten wir es schon herausfordern. Aber ich will ja noch die anderen Rennen allerdings. Also 3 Stück. Das schaffe ich jetzt auf jeden Fall in der Folge. Das heißt, die nächste Stream beginnt mit dem Herausfordern der Blacklist 8. Das wäre halt sehr geil. Machen wir zuerst das Schrecklichste. Ich hab wieder große Fresse gehabt, ne? Ich hab gesagt, ich schaff das auf jeden Fall. Ich schaffe es also nicht. Ne? Ich verkacke jetzt. Ja! Endlich gute Musik. Verkack doch nicht. Dachte kurz, da wäre schon das Ziel so. Oh, Musik ist wieder vorbei. Aber es ist ja maximales hier, ne? Hopp. Chance. Der ätzend. Also ist die Musik vielleicht bald auch wieder weg. Fucking. Jetzt auch rüber hier. Da bin ich auch wieder lang. Was war das für ein Geräusch? Warum holt mich der Kollege da gerade eigentlich so krass ein? Wie ist das denn passiert? What the fuck? Hat er einen Unfall gebaut. Tja. Nennen wir dann wohl Karma. An alle restlichen Einheiten. Letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug in Richtung Westen. Am Higgleyfield vorbei. Das gute Higgleyfield. Sichtkontakt im Radius von 10 Meilen ist durch die Einsatzleitung genehmigt. Einsatz ist weiterhin Code 6. Zielposition eventuell anpassen. Alles weitere findet ihr auf eurem Schirm. Problem Verstärkung. Ja, wie gut ich um die Kurven rumkomme mit dem Auto, ne? Ja, bam. Ja, wir sogar. Damit der rechnet, dass ich hier langfahre. Hat eine Kamerafahrt. Achso, wegen den Bullen ist die anders. Ja, genau. Cool. So. Auf. Er ist erledigt. Ich glaube, das war ein Voranfänger. Schnappen Sie ihn uns.
Ne, es war ein Fahranfänger. Hm. Glaub auch. Oh. Ich töte mich selbst. Mama, ich warte überall. Das ist Stufe 1, sonst für überall welche sind. Ey, bin ich Stufe 2. Hm. Cool. Und werden denn da die Bullen angezeigt? So ganz komisch. Warum? Ah, jetzt bin ich Stufe 2. So ein Scam. Ich wollte die Rennen halt noch schaffen in der Folge, ne? Das wäre echt super. Versuchen wir da nichts, Leute. Wow, 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 wow. Oh shit. Das hat ihn nicht interessiert, oder? Doch. Mein Wagen ist erledigt. Ich gebe auf und ziehe mich zurück. Da. Was ist das denn? Oder wo ist denn hier einer? Ich bin zum Verdächtigen verloren. Stand by. Verloren. Wir müssen das Gebiet durchsuchen. Man darf da drin nicht spawnen. Ah, Moment. Dankeschön. Dankeschön. Ihr blöden Idioten, ey. Jewels will starten. Nein, ich muss noch zwei Rennen machen. Jewels ist bereit, wenn du es bist. Sie mag echt süß sein, aber denk dran. Schlägst du sie, bist du die Nummer 8 der Blacklist. Finde ich nicht so schick. Den muskulöseren Körper als ich. Und weniger Brüste als ich. Machen wir zuerst. Ach komm, zuerst die Hölle. Hölle, Hölle, 15 Kilometer. 15. Brauche ich echt mindestens eine Viertelstunde für. Bum, bum, bum. Everybody get fired up, yeah. Oh, wartet. 300 km/h. Das hätte schlimmer laufen können. Ba-ba-ba-bam. Ba-ba-bam. Du-du-du-du. Bum 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 bum. Ah, ich krieg glaube ich so einen Druck auf dem Horn. Gleich sterbe ich. War es ein K.O.-Rennen? Ja, ne? Das heißt, eine Runde ist genau 5 Kilometer lang. Cool. Die Muskete sind rausgeflogen.
Die Stelle ist halt echt sexy, so. Woff, woff. Die Typen sind eigentlich nicht schlecht, so. Aber dass er mit 300 km lang ziehe, sind die doch gar nicht so weit weg. Ich weiß immer nicht genau, was sie singen, deswegen mache ich nur die Mundbewegung und sehe einfach nach, was passen könnte. Geil, was er gedacht hat. Hat. Ah, sieht zeitlich aber noch gut aus. So, Smith. Ja, mal gespannt. Du scheinst gar nicht so schlecht zu sein. Weil du jetzt nicht die Rechnung mit Leon gemacht, da 300 km in der Stadt fahren kann. Ich stelle so smooth zum Fahren einfach nur, ne? Schon gesehen, wie ich da jetzt einen Unfall baue. Wie ich da gegen die Tanke fahre. Ew. 300 Minuten habe ich noch in etwa für das letzte Rennen. Das kriege ich ja wohl hin. Die Überlänge ist ja auch nicht schlimm. So. Achtung! Ah, noch ein Rennen. Au! Guess they know, bla 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 bla. Oh, mal 13 Kilometer, oh. Nevermind, das dauert doch richtig lange. Egal. Ich hoffe, ja, das ist noch in die Folge. Letzter Stream vorbei. Ups. Du. Aber wir sind ja noch nie im Mautstehenrennen verkackt, oder? Das wird ja jetzt wohl auch nicht passieren. Wenn ich so weiterfahre wie so eine besenkte Sau, dann könnte das schon mal passieren. Mhm, so in etwa zum Beispiel. What the fuck? Das war jetzt alles andere als gut. Fuck. Na gut, schade trotzdem. Mautstellen. Ist auch schön, dass die Mautstellen... Logo Leon Ranger. Ich finde es schön, dass die Mautstellen hier in dem Spiel auch einfach zu Checkpoints umfunktioniert wurden. Meine Mautstellen muss ja nicht in Geld zahlen. Zoll und so, ne? Zoll, aber ob das richtige, der richtige Begriff ist, ich weiß es nicht. Dass du weiterfahren darfst und keine Ahnung. Du musst aber nur so schnell wie möglich von einer zum nächsten fahren. Ist halt schon interessant, was die Street Racer so alles einfallen lassen. Aber wie gerade da fallen, wenn man möglichst schnell geblitzt werden muss. Das wissen die doch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Du musst auch erstmal abwarten, bis der Brief dann auch zu Hause ankommt. Dann wissen sie, wie schnell sie da durchgefahren sind. Mal wenig ausschließen, dass es in Amerika anders funktioniert, aber ich glaube, da läuft das recht ähnlich. Piep. Geh weg. Das war schlecht. Meint ihr, mein Kobalt hätte das Rennen auch geschafft?
glaube nicht. Beep. Ich kann das nicht. Das war so ein bisschen so eine Aufgabe gerade, so, ach komm, krieg ich Kurve nicht, ich fahr jetzt voll gegen die Wand. Scheiß drauf. Halalalalalala. 5% noch und ich habe noch fast eine Minute. What the fuck? Da haben wir der Zeit falsch. So, 21 Minuten. Ja, easy. Da haben wir's. Jetzt trotzdem noch mal einen Unterschlupf. Aus Sicherheitsgründen. Also mal gute Musik zum Schluss. Nochmal lieber speichern, ne? So, nochmal kurz überprüfen, wir haben alles, ne? Alle Meilensteine, Kopfgeld sowieso und alle Rennen. Coole Sache. Gut, dann beende ich den Stream für heute und auch die Folge erstmal. Und dann geht's in der nächsten Folge, im nächsten Stream direkt weiter mit der Blacklist-Herausforderung. Das ist doch auch mal cool. Diese Zahlen hier trennen dich von du. Hat übrigens jeder. Man kann ja übrigens noch, habe ich noch nie gezeigt, glaube ich, ne? Man kann auch hier die alten Blacklist-Gegner noch auswählen und alles nachholen, wenn man was vergessen hat. Ich möchte nicht mehr ausschließen, dass ich vielleicht irgendwo mal die Meilensteine hier vergessen habe, diese Radarfallen-Dinger oder so. Naja, zumindest, soll ich sagen, stehen überall noch so Texte, die habe ich nie vorgelesen, ne? Oh, ich soll ihn herausfordern, bla bla. Ist eigentlich immer das gleiche. Nur in anderer Textform. Ciao, Leon. Tschüss. Gut, vielleicht danke fürs Zusehen und so und bis denne. Hotkey funktioniert nicht. Ich hasse mein Leben. Ach komm, dann machen wir das mit dem Spielende hier gleich. Beende ich das Spiel. Gleichermaßen. Was sagt denn so Statistik? 33%! Cool! Ein Drittel des Spiels. Na, ein bisschen mehr ist es. Obwohl? Ah, ich weiß nicht so genau. Es kommt ja noch die Herausforderungsserie, ne? Die Geschichte hier. Das alles machen wir noch. Boah. Schön ist, die Mautstellenrennen sind eigentlich kein Problem, glaube ich. Na gut. Jetzt sage ich dann aber Kuh beenden. Und dann mache ich mal ganz gewieft die Folge aus.